Ferien auf Hawaii übe ich richtig. Du warst schon mal in L.A., stimmt's? Ja, mein Onkel mütterlicherseits betreibt dort eine Kette japanischer Luxusrestaurants und deshalb bin ich schon mal... Was ist denn los, Yuko? Wie entsetzlich, hinter dir! Darf man höflichst fragen, was du da machst, Shin? Klar, ich bin eine Mücke. Wie zum Bleistift? Du. Tschüss, Mama! Das heißt Hallo, Mama. Meine Mutter gehört zu den traurigsten Vertreterinnen ihres Geschlechts. Sie hat keinen Geschmack, was Klamotten angeht, und kochen kann sie auch nicht so gut. Wenn dir nur Gemeinheiten einfallen, lass es lieber. Lässt du mir eine Riesenportion Schokoladeneis rüberwachsen? Du brauchst doch wohl kein Eis, um deine Fantasie zu beflügeln, oder? Nö, geht auch ohne. Aber ich würde gerne in mein Tagebuch schreiben, dass ich eine super schöne Mami habe, die mich lieb hat und immer ganz doll nett ist. So kriegst du mich nicht rum. Heute Morgen habe ich Pipi ins Bett gemacht. Aber ich habe die nasse, noch ganz warme Unterhose so gut versteckt, dass meine blöde Mutter sie nicht gefunden hat. Das ist ja hochinteressant. Wenn das wahr ist, Giftzwiebel, dann kannst du was erleben. Von nun an werde ich wie ein richtiger Mann auf dem Rücken liegend aufrecht ins Bett schiffen. Richtige Männer schiffen auf dem Rücken liegend aufrecht ins Bett? Das ist überhaupt nicht komisch. Er bereut es und drückt es auf diese originelle Art aus. Wie niedlich. Von heute an werde ich sie besser verstecken. Den Stress mit der Alten braucht nämlich kein Mensch. Daro.